ein herzliches Willkommen, liebe Biathlon-Freunde, zum ersten Verfolgungsrennen dieses Winters. Denise Herrmann hat allerbeste Erinnerungen an Östersund. 2019 bei den letzten Weltmeisterschaften, die hier stattgefunden haben, da hat sie Gold gewonnen in diesem Rennen, ging damals als Sechste in die Spur, heute als Neunte. Noch besser Franziska Preuß unterwegs, die ist Fünfte nach dem Sprint. Beide haben es gestern mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben die Waffe im Schrank gelassen, sind auch nicht hier am Schießstand aufgetaucht, sind klassisch gelaufen, haben sich so auf den heutigen Verfolger eingestimmt. In diesem Sinne also, rein geht's in dieses erste Verfolgungsrennen des neuen Winters. Mit der Nummer 2 sehen wir da Elvira Öberg. Und wenn Sie aufmerksam waren in den letzten beiden Wochen bei den Kollegen des ZDF und bei uns, dann wissen Sie, drei Rennen gab es bei den Frauen. Dreimal war Elvira Öberg die schnellste. Und vorgestern ist sie tatsächlich auch zum ersten Mal auf dem Treppchen gewesen. Da kommt eine relativ zügig und etwas verspätet zum Start mit der 3. Das ist Hanna Sola. Im letzten Jahr erstmal so richtig in der Weltklasse aufgetaucht als Bronzemedaillengewinnerin im Sprint bei den Weltmeisterschaften. In diesem Jahr sehr beständig, wie sie begonnen hat, die Saison. Die 25-Jährige aus Belarus gemeinsam mit Sinara Alimbekova. Zwei, die gar nicht mehr wegzudenken sind aus den ersten Platzierungen. Rechts neben ihr im vierten Startkorridor, das ist ihre Mannschaftskameradin Sinara Alimbekova. Wir kamen ein bisschen zu spät. Ganz hinten links gleich die erste, die als erste in die Spur geht, das ist Lisa Theresa Hauser. Ganz großartig, die 27-Jährige, geboren in Reit bei Kitzbühel, wie sie diesen Winter begonnen hat. Unglaublich stark am Schießstand und auch läuferisch hat sie nochmal zugelegt. Und jetzt ist sie die erste Häsin sozusagen, die von den anderen verfolgt wird in diesem Winter. Ihr Vorsprung immerhin 13 Sekunden. Auf Elvira Öberg, die stärkste Läuferin, dann Hanna Sola und mit der 5 die schnellste aus deutschen Landen, die laufstärkste, wobei vorgestern war sie fast gleich auf mit Denise Herrmann in der Spur. Franziska Preuß, Fünfte im Sprint vorgestern. Dann Anaïs Chevalier, sehr starke Läuferin, gleich hinter ihr. Wir schauen auf die nächsten Korridore. Links Denise Herrmann, klasse ihre Laufzeit, bewegt sich auch ganz allmählich, aber steil nach oben. Und dann Vanessa Vogt, ganz großes Kompliment nochmal, Rang 10, das herausragende Ergebnis ihrer bisherigen, sehr kurzen zwar, aber doch Weltcup-Karriere. Hier ahnen wir schon, was das Faszinierende an dieser Disziplin ist, am Verfolgungsrennen, wie schnell hintereinander die alle rausgehen hier. Startnummer 20 ist unterwegs und es ist gerade mal eine Minute rum. Mit der 25 dann Janina Hettich. Das war eine Steigerung, das war ihre beste Saisonplatzierung, dieser 25. Sprintplatz. Sie ist eine super Schützin, also auch für sie noch alles Mögliche drin in diesem heutigen Wettbewerb. Auch ihr Rückstand nur 1 Minute und 13. Hier gerade durchs Bild gehuscht, Tiril Eckhoff, die komplett hadert mit dem Auftakt dieses Biathlon-Winters. Wie fast die gesamte norwegische Mannschaft, die so ein bisschen rätseln, was eigentlich los war mit ihrem Material in den vergangenen Tagen, hat am Pfeiffer vorhin schon mal kurz angedeutet. Er hat da eine Läuferin auf der Strecke gefunden, die ihm das natürlich off Records gesagt hat. So, eine haben wir noch. Vanessa Hinz, die gesagt hat, nee, ich möchte auf jeden Fall laufen, auch wenn ich als 60. nur hier reingerutscht wäre. Jeder Wettbewerb ist besser als jedes Training, um sich den nötigen Schwung zu holen, um vielleicht auch das Ego ein bisschen aufzutanken, vielleicht ein paar Plätze gut zu machen. Hier hinten ist man, abgesehen mal vom Start, den wir mit unseren eigenen Kameras machen, ja, relativ unbemerkt dabei. Lisa Theresa Hauser im letzten Jahr zum ersten Mal in ihrem Leben auf dem Treppchen. Das war auch noch dazu im Oberhof. Dritte im Sprint, dann gleich Dritte in der Verfolgung. Dann Elvira Öberg, die die Lücke ein klein wenig schon geschlossen hat. Sinara Alimbekova, Topschützin, läuferisch vielleicht nicht ganz so stark wie die ersten drei. Und dann Franziska Preuß. Auf Weltcup-Gesamtrang 8 im Moment. Hat gesagt, nach der tollen letzten Saison möchte ich in diesem Jahr am Ende des Winters unter den Top 6 sein. Wenn mehr geht, dann ist das gut. Mit allzu viel belasten möchte sie sich nicht.
Denis Hermann, vorgestern mal wieder die schnellste der Deutschen in der Spur. Das war ja in den letzten Jahren regelmäßig so. Hatte in der Loipe 35 Sekunden Rückstand auf Elvira Öberg, die hier in der zweiten Position war. Stark hier alle in der 1-1er-Technik an diesem leichten Anstieg. Die Strecken von Östersund haben es wirklich in sich. Es gibt eigentlich keine Phase, wo man sich mal so richtig in Anführung ausruhen kann. Es geht ständig bergan, bergrunter. In den Abfahrten bekommt man teilweise fast 60 km/h drauf. Es ist spiegelig, es ist kalt, nach wie vor in Östersund. Im Moment minus 8 Grad. Der Schnee bei etwa minus 4. Da muss man hier in den Kurven schon tüchtig umtreten. Man muss richtig gut Skifahren können. Elvira Öberg hat da sogar Gelegenheit, sich ein bisschen aufzurichten. Hinter Lisa Theresa Hauser fährt er im Windschatten und spart dadurch natürlich ein paar Körner. Ja, es war ihr 8. Weltcup-Jahr, das von Lisa Theresa Hauser, das letzte. Und es war erst das zweite Mal, dass eine Österreicherin ein Weltcuprennen gewann. Katharina Immerhofer war 2014 die erste. Und lange, lange Jahre die einzige. Hat sich übrigens nicht qualifiziert für den diesjährigen Weltcup, falls sich der eine oder andere fragt, wo denn Innerhofer eigentlich ist. So, Anaïs Chevalier jetzt vorbei an Franziska Preuß. Die beiden waren in etwa gleich stark im Sprintrennen in der Spur, beide mit einem Fehler belastet. Franziska Preuß knapp vor der Französin. Lisa Theresa Hauser hat sich läuferisch klar verbessert, vor allen Dingen vor dem vergangenen Jahr. Seit Frühjahr 2020 ist da ja Markus Fischer neuer Cheftrainer in Österreich, der Bruder von Fritz Fischer. Und am Skistand ist Gerald Hönig verantwortlich. Die beiden haben nochmal eine Qualitätssteigerung herbeigeführt bei Lisa Theresa Hauser, die schon immer gut schießen konnte. Aber das Tempo nochmal erhöht hat und vor allen Dingen läuferisch zugelegt hat. Jetzt ist sie auch in der Lage, ein Sprintrennen zu gewinnen. Siehe vorgestern.
vorgestern gerätselt bei uns am Mikrofon, wo die Laufform eigentlich hin ist, die sie noch vor 3 Wochen hatte. Hier vorn läuft alles wie geschmiert bei Lisa Theresa Hauser. Scheint es so, als wenn die Patronen von ganz allein angezogen werden von den Scheiben, als wenn sie nicht daneben schießen könnte. Hat ihren Vorsprung ausgebaut von 13 auf 18 Sekunden. Jetzt nicht mehr Elvira Oeberg hinter ihr nach dem Schießen, sondern Anaïs Chevalier Boucher. Vor der vergangenen Saison hat Lisa Theresa Hauser ein wenig was an der Waffe verändert. In Zusammenarbeit natürlich mit Markus Fischer und vor allen Dingen Gerald Hönig. Kleinigkeiten im Anschlag verändert, den Unterstützungsriemen ein bisschen verändert, verschiedene Ringkörner ausprobiert und all das scheint sich ausgezahlt zu haben. Hier Anaïs Chevalier-Boucher und dann Elvira Oeberg, die einmal in die Runde musste. Dann kommt Marthe Olsby-Reuseland, gehört.
dahinter Anaïs Chevalier. Und wo ist Lisa-Theresa Hauser? Da kommt sie als Dritte. Dann mussten auch Hanna Öberg und Franziska Preuß demnächst da hinten auftauchen. Rückstand der beiden auf den Rängen 5 und 6, 21 und 26 Sekunden. Anfeuerungen für Anaïs Chevalier-Boucher. Die beiden Öberg-Schwestern jetzt auf den Rängen 1 und 4. Attacke jetzt von Marte Olsby-Reuseland. Vorbei an der Schwedin. So, da sehen wir Franziska Preuß auf Rang 6. Immer noch, auch nach dem Schießen war sie auf Rang 6. Kleiner Hinweis, es gibt einen neuen Podcast, Sportschau Olympia Countdown. Jeder Donnerstag bringt einen neuen Podcast. Also seit vorgestern ist einer on air. Erster Gast, passenderweise Franziska Preuß, in der ARD Audiothek zu finden oder auch sonst überall, wo es Podcasts zu finden gibt. Sinara Alembekova, ein bisschen zurückgefallen, die starke Schützin aus Belarus, heute auch schon mit zwei Federn belastet. Und Denise Herrmann macht Boden gut. Als 19. weggelaufen vom Schießstand. Rückstand 1,22. Schauen wir gleich mal. Gehen wir hoch! Hopp und nochmal sauber arbeiten! Circa 6-7 Sekunden! Ja, hopp! Hopp! So, hat drei Plätze gut gemacht. Denise Herrmann aber auch drei Sekunden verloren auf die Führende. Das ist keine Überraschung, denn das ist immer noch Elvira Öberg. Hier das Pärchen. Hanna Öberg mit der 11 und Marte Olsby-Reuseland mit der 12. Elvira Öberg in der Vorbereitung schon unglaublich stark. Da haben die Trainer avisiert, das könnte ihr Jahr werden. War ja auch schon in der vorherigen Saison sehr stark, als insgesamt 12. im Weltcup mit ihren 21 Lenzen damals. Stammt aus Nordschweden. Und das hier ist Anaïs Chevalier-Boucher. Von Rang 6 nach vorn gelaufen. Hat 2017 den ehemaligen Skilangläufer und Biathleten Martin Boucher geheiratet, weil da immer wieder Fragen kommen, warum übrigens zwei im französischen Team Boucher heißen mit Doppelnamen, sind allerdings nicht miteinander verwandt. Dritte jetzt, Lisa-Theresa Hauser, dann Reuseland und Öberg, die sich da ganz gut ergänzen und jeweils in der Führung abwechseln. Dahinter dann auf 6 Franziska Preuß, die ihr eigenes Tempo machen muss. Chevalier Boucher sehr stark zurückgekommen nach der Geburt ihres Kindes. Das ist Jean-Marc Chablot. Schaut auf die Uhr und traut seinen Augen nicht, denn da ist schon Elvira Öberg. Ihr Vater übrigens war einmal ihr erster Trainer. Auch der erste Trainer von der vier Jahre älteren Schwester Hanna. Mittlerweile eben Johannes Lukas, der deutsche Chefcoach, der Nachfolger von Wolfgang Pichler. Elvira Öberg vielleicht eines der größten Talente, was die Schwedinnen seit Jahren hervorgebracht haben. Was das Laufen anbelangt, ihre ältere Schwester immer noch die bessere Schütze. Seit 2019 wohnt sie hier in Östersund, kennt diesen Schießstand aus dem FF und dennoch, letzte Woche beim Einstand, 5 Fehler auf der 15-Kilometer-Strecke. Oha, macht die Tür jetzt weit auf für Anaïs Chevalier-Boucher und vor allen Dingen auch für Lisa-Theresa Hauser, die vielleicht beste Stehenschützin von denen, die jetzt gerade hier sind. Jetzt ist Hanna Öberg da, die ist genauso gut. Chevalier-Boucher muss einmal in die Runde. Elvira Öberg ist schon drin und Lisa-Theresa Hauser, nutzt sie diese Chance? Ja, sie nutzt sie. Das ist fabelhaft. Dreimal die Null und jetzt geht sie wieder in Führung. Lisa-Theresa Hauser, dann auch Marte Olsby-Reuseland und Hanna Öberg müssen in die Runde. Franziska Preuß, Schnellfeuer. Oh, der Letzte. Schade drum, der Letzte. Franzi Preuß hat sich eine neue Waffe bauen lassen im Frühjahr bei Sandro Brieslinger. Und die funktioniert eigentlich super. Und hier hat sie wirklich ihre Chance gewittert, mit einer Null-Fehler-Einlage ranzukommen an Lisa-Theresa Hauser. Jetzt muss sie in die Runde. Best Corn dafür. Fehlerfrei die Französin. Die anderen müssen kreisen.
Prossom, die hier mal so dicht dran war an einer WM-Medaille in der Verfolgung 2019. Alim Bekava macht jetzt wieder Boden gut. Hecki Sola jeweils fehlerfrei. Es geht auf und ab. Franziska Preuß war ganz dicht dran, hier Rang 2 zu erklimmen. Jetzt kommt sie raus als wahrscheinlich Achte hinter Alim Bekava. Ja, 37 Sekunden Rückstand, da ist noch nichts verloren. Ja, und Denise Herrmann und ihr Stehenanschlag, das ist klasse. Das ist so stabil geworden, das ist unfassbar. Anna Sola jetzt als Zehnte und Denise Herrmann macht Boden gut. War nach dem ersten Schießen 27., nach dem zweiten 19. und jetzt nach dem dritten Anschlag läuft sie raus, wahrscheinlich auf Rang 11. Und hat auch mal 15 Sekunden gut gemacht auf die Spitze. Der Vogt weiß genau, sie muss über das sichere Schießen kommen. Hat hier lange gewartet vor dem dritten. Das ist schon ziemlich abgebrüht und routiniert gewesen. Ja. Und wird belohnt. Christian Mehringer, ihr Chefcoach, der heute am Fernglas steht, hat sie ausführlich und ausdrücklich gelobt. Gestern Abend nochmal in einem Gespräch. Die Vanessa macht das richtig gut bei ihrem ersten Weltcup-Start von Beginn an. Im letzten Jahr durfte sie mal kurz reinknuppern. In diesem Jahr hatte sie ja ein persönliches Startrecht als Gesamtsiegerin des IBU Cups des vergangenen Winters. So, das sieht entspannt aus. Das sieht fast schon langsam aus. Ist es aber nicht. Lisa Theresa Hauser gehört zu den etwas größer gewachsenen. Technisch ist das vorzüglich, fast wie aus dem Lehrbuch. Diese Stockeinsätze, jetzt der Wechsel in die 2-1er-Technik. An den leichten Anstiegen ist es schwer, mit der 1-1er-Technik hinaufzulaufen. Aber die Meute ist nicht weit. Janina Hettich übrigens hat 0 Fehler geschossen. Vanessa Hinz 2, das zur Chronistenpflicht. Lisa Theresa Hauser lief mit 19 Sekunden Vorsprung weg von den Scheiben. Und jetzt schauen wir mal, wie weit die Jägerinnen schon wieder ran sind. 7 Sekunden haben sie gefressen. Anaïs Chevalier-Boucher, Elvira Oeberg, Anaïs Bescon, Hanna Oeberg und Marthe Olsby-Reuseland. Noch mal ein paar Hinweise und Anfeuerungen für Franziska Preuß, die hier immer noch an Sinara Alimbekava dranhängt. Wir schauen nochmal auf dieses Stehenschießen der Führenden Elvira Oeberg. Da war der Fehler. 11,5 cm der Scheibendurchmesser, das wissen Sie alles, wenn Sie jahrelang unsere Zuschauer sind. 2 Fehler heißt 300 Meter Strafe für Elvira Oeberg. Damit ist sie zurückgefallen auf Rang 6. 30 Sekunden hinter der führenden Österreicherin, hinter seinem Schützling, hinter Lisa Theresa Hauser. Sie weiß ganz genau, die anderen sind läuferisch schneller. Obwohl Lisa Theresa Hauser auch mal als Langläuferin begann, auf dem Skigymnasium in Saalfelden, mit 17 dann zum Biathlon kam. Aber hier hinten mit Anaïs Chevalier-Boucher und vor allen Dingen Elvira Oeberg, da sind deutlich bessere Läuferinnen unterwegs, die natürlich auch Kraftreserven verbrauchen auf der Verfolgung der Österreicherin. Also ich würde mal sagen, sehr gute Karten für die Führende, die aus einer sehr schönen Position heraus agieren kann, wenn sie als Erste mit dem Schießen beginnt. Ist neben Anaïs Bescon die einzige hier aus dem führenden Sextett, die fehlerfrei geblieben ist. Also starke Vorstellung von Anaïs Bescon, die tatsächlich schon mal drüber nachgedacht hatte, aufzuhören. Mit ihren 34 Jahren bei weitem nicht die Älteste im Feld. Und jetzt hier auf Rang 3 nach vorn gelaufen, von Platz 14 gestartet. Also es ist vieles möglich. Hatte einen Rückstand von 53 Sekunden beim Start, Anaïs Bescon. Und Franziska Preuß jetzt vorbei an Alim Bekava und dahinter dann die nächste aus Belarus, Hanna Sola. Thank you.
So, vorn rücken sie jetzt alle dichter zusammen. Marta Olsby-Reuseland ist jetzt diejenige, die die Lücke schließt auf Lisa-Therese Hauser, dann Bescon, dann die beiden Öberg-Schwestern, die tatsächlich auch schon mal zusammen auf dem Siegertreppchen standen. Das war im letzten Winter, das haben sie besonders gefeiert. Hier kurz mal Erfahrungs- und Informationsaustausch des Cheftrainers Marc Kirchner und des Frauen-Chiefs Christian Mehrer. Wunderbare Situation jetzt hier. Österreich, Norwegen, Frankreich, Schweden, Schweden, Frankreich. Sechs gleichzeitig am Schießstand. Der große Showdown kann beginnen. Franziska Preuß sehr weit weg, um hier nochmal eingreifen zu können. Und alle werden sie hier nicht patzen, so viel steht fest. Sigi Mazet hilft aus, der Chefcoach der norwegischen Männer. Lisa-Therese Hauser, die Eins auf der Eins. Vorteil Hanna Öberg. Fehler Hanna Öberg, Vorteil Hauser. Anaïs Chevalier-Boucher jetzt als Erste und Lisa-Therese Hauser und Marta Olsby-Reuseland. Die drei alle fehlerfrei. Elvira Öberg wartet lange. Und dann kommt doch der Fehler. Anaïs Bescon schafft es wirklich hier mit 4x0 durchzukommen. Genauso wie Lisa-Therese Hauser. Und jetzt Franziska Preuß. Klasse Schießeinlage. Das macht sie exzellent. Ist jetzt auf Tuchfühlung mit Anaïs Bescon. Wird als Fünfte rausgehen. Wieder eine ganz, ganz starke Vorstellung von Franzi Preuß, die schon einmal Siebte und einmal Fünfte war in diesem Winter. Gesamtweltcup Achte und damit bestplatzierte Deutsche. Und Denise Herrmann, auf ihr Stehen schießen kann sie sich momentan wirklich 1:1 verlassen. Auch dieses war toll. Nicht ganz so schnell wie Franziska Preuß, aber fehlerfrei. Und das ist entscheidend. Elvira Öberg nach der erneuten Runde, ihre insgesamt Vierten, jetzt auf Rang 7 zurückgefallen. Dahinter die Schweizerin Lena Hecki, dann Alim Bekava. Und jetzt müsste als Zehnte Denise Herrmann rausgehen mit 50 Sekunden Rückstand. Also hat noch einmal 16 Sekunden gut gemacht gegenüber dem letzten Schießen. Das ist wirklich großartig. Ganz stark Denise Herrmann momentan auf Rang 10. So, vorn ist die wilde Hatz jetzt im Gange. Marta Olsby-Reuseland, Anaïs Chevalier-Boucher, Anaïs Bescon, Lisa-Therese Hauser und dann kommt Franziska Preuß. Und die hatte jetzt nur noch einen Rückstand von 17 Sekunden auf die Führende. Das waren noch 37 nach dem dritten Schießen. Also ganz stark vorbei an beiden Schwestern, an Hanna und an Elvira Öberg. Hanna Öberg mit gesamt 3 Fehlern, Elvira mit 4. Und Marta Olsby-Reuseland heute offenbar mit deutlich besserem Material, mit schnellen Ski vor zwei Französinnen. Dann Lisa-Therese Hauser, die jetzt abreißen lassen muss, die dann läuferisch eben noch nicht mithält mit der gesamten Spitze. Für mich die größte Überraschung des heutigen Tages, Anaïs Bescon, die auch läuferisch da richtig gut mithält vorn, die eigentlich für gute Schießen schon immer berühmt und bekannt war, aber dass sie so stark ist und dranhängt an ihrer laufgewaltigen Mannschaftskameradin Anaïs Chevalier-Boucher, das ist eine Überraschung. Marta Olsby-Reuseland, die Weltcup-Zweite der Gesamtwertung des vergangenen Jahres. Und Franziska Preuß zum ersten Mal in der vergangenen Saison auf dem Treppchen nach der Gesamtabrechnung. Dritter Rang, Weltcup-Gesamt, das war sensationell. Und da knüpft sie in diesem Winter gleich wieder an. Elvira Öberg hatte 13 Sekunden Rückstand auf Franziska Preuß nach dem Schießen. Bin gespannt, ob die Schwedin da nochmal rankommen kann oder ob Franziska den fünften Platz hält. Vielleicht sogar auflaufen kann auf die schwächer werdende Lisa-Therese Hauser, die aber jetzt nochmal die dritte Luft bekommen hat und sich nochmal ranpirscht an die beiden Französinnen. Vorne die 30-jährige Marta Olsby-Reuseland, die in Lillehammer lebt und trainiert. Sprint Dritte war in der vergangenen Woche.
heute von Rang 12 angesetzt hat und sich einen Fehler geleistet hat. Dann Chevalier Boucher, ebenfalls ein Fehler. Bescon, fehlerfrei. Lisa-Therese Hauser, fehlerfrei. So, jetzt haben sie den höchsten Punkt der Strecke passiert, können reinschauen ins Stadion. Allerdings gibt es da noch einige kleine Anstiege und Abfahrten, bis es soweit ist. Team Norwegen vorn dabei, aber nicht Tiril Eckhoff, die nach wie vor nach ihrer Form sucht. Die Weltcup-Gesamtsiegerin des letzten Jahres, Marte Olsby-Reuseland, heute ganz vorn. Da haben wir sie groß im Bild. Gewann schon 2020 bei den Weltmeisterschaften Bronze in der Verfolgung. Nimmt hier immer ein bisschen die Außenbahn, um dann möglichst schnell und ohne Rhythmusverlust um diese Spitzkehre zu kommen. Dann die nächsten beiden, immer noch Anaïs Chevalier und Anaïs Bescon, die Französinnen, und Lisa-Therese Hauser hat den Platz auf dem Podium noch nicht aufgegeben. Dann kommt Franziska Preuß mit einem herausragenden Rennen erneut. Mit zwei Fehlern und nur 15, 17 Sekunden etwa Rückstand auf die führende Marte Olsby-Reuseland. Die wird sich das nicht mehr nehmen lassen, aber Überraschung, Überraschung dahinter. Anaïs Bescon vorbei an Anaïs Chevalier-Boucher. Das ist der Hammer des Tages. Norwegen, Frankreich, Frankreich, Österreich. Lisa-Therese Hauser sehr zuverlässig in diesem Jahr. Erneut im Bereich der Podestplätze, aber heute knapp dahinter. Und erster Jahressieg, nachdem sie im letzten Jahr dreimal erfolgreich war, für Marte Olsby-Reuseland. Auch sie wird in diesem Winter wieder mitkämpfen um die Weltcup-Gesamtkrone. Und dann die Überraschung des Tages. Anaïs Bescon, Félicitations. Und Anaïs Chevalier-Boucher, zweimal Frankreich. Dann Lisa-Therese Hauser. Und dann herzlichen Glückwunsch nach dem 5. Rang im Sprint. Erneut auf 5, Franziska Preuß. Erneut ein herausragendes Rennen. Super, zweimal nur die Scheiben verfehlt. Dann die beiden Öberg-Schwestern auf 6, Hanna auf 7, Elvira. Beide hat Franziska Preuß mit dem 4. Schießen noch übertrumpft. Das ist die Siegerin des Tages. Marte Olsby-Reuseland. Schnellste in der Spur allerdings war einmal mehr Elvira Öberg. Franziska Preuß nur 34 Sekunden langsamer. Das ist wirklich stark, wie sie sich hier präsentiert in Östersund zum Einstieg in diese Saison. Jetzt Denise Herrmann. 8. Rang, noch einmal Plätze gut gemacht. Gratulation, von 9 gestartet, 8. in der Verfolgung. Nachdem es gleich zum Einstieg einen Platz auf dem Podest gab, ist das wirklich überragend. Wir haben ja schon einige Male angedeutet, dass der Saisonaufbau in diesem Jahr ganz anders ist bei Denise Herrmann. Und sie hat das Ding gewonnen. 30 Lenze jung, Marte Olsby-Reuseland. Dorothea Wira mit Rang 13, sicherlich erneut nicht zufrieden, sucht noch nach ihrer Form. Die schon zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin, die erste, die es überhaupt aus italienischen Landen gab. Ja, und Ingrid Landmark-Tandrevold von 35 auf 15, da ist einiges möglich. Schauen wir mal, wo die anderen Deutschen geblieben sind. Vanessa Vogt war auf 27 zurückgefallen nach dem 4. Schießen. Davidova auf Rang 16, die Auftaktsiegerin von Östersund. Das war 15 Kilometer Strecke. Das erste Verfolgungsrennen dieses Winters hat gehalten, was es versprochen hat. An Spannung kaum zu überbieten, an Positionswechseln. Da war einiges drin. Am Ende fehlte das i-Tüpfelchen für Franziska Preuß, die zweimal wirklich volles Risiko geschossen hat und nur knapp verfehlt hat die Scheiben. Jetzt im Ziel Vanessa Vogt von 10 auf 27. Das ist dennoch ein akzeptables Resultat. Da gibt es reichlich Weltcup-Punkte und Tiril Eckhoff jetzt im Ziel, hat ein paar Ränge gut gemacht. Allerdings auch heute wieder 4 Scheiben verfehlt. Rätselt immer noch, wo die gute Form des letzten Winters hin ist. Allerdings, auch bei ihr gilt, Olympia ist der Jahreshöhepunkt und es ist noch eine ganze Weile hin, bis die Rennen von Peking anstehen. So, einmal mehr die Beste aus deutschen Landen.
Franziska Preuß nach Rang 7, Rang 5 und heute wieder auf dem 5. Rang gelandet. Wir haben zweimal begeistert zugeschaut. Beim ersten Liegenschießen war der Fehler bei einer Schnellfeuereinlage wirklich nur hauchdünn oben daneben. Nicht deshalb die Tränen im Auge, sondern weil der Fahrtwind natürlich sehr scharf ist bei minus 10 Grad. Stehenschießen mit der neuen Waffe, an der ein höhenverstellbares Teilchen dran ist, hier unten aus dem 3D-Drucker, bei Gelegenheit vielleicht mal mehr dazu, hat sie zweimal sehr schnell geschossen und einmal auch nur den letzten verfehlt. Das wäre es dann gewesen. Immer dieser eine verflixte Fehler zu viel, aber dennoch großes Lob für Franziska Preuß. Einmal mehr super Vorstellung in der Spur. 8 schnellste. Knapp hinter Denise Herrmann. In der Gesamtabrechnung ist sie beste Deutsche heute auf Platz 5. Auch Denise Herrmann hier noch auf dem ersten Tableau als 8. Aber Marta Olsby-Reuseland, Ehre wem Ehre gebührt, gewinnt vor zwei Französinnen das erste Verfolgungsrennen dieses Winters.